So, dann machen wir weiter wie bei der Tagesordnung beschlossen. Als nächstes mit dem Tagesordnungspunkt 11. Rückkauf der von der Tüger gehaltenen Anteile, 10% an der Drewag Stadtwerke Dresden GmbH. Und da steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Und es beginnt heute die Linke. Und da gucken wir mal, wen Sie mir genannt haben. Herr Scholbach. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, der Dresdner Stadtrat hat heute eine sehr wichtige Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung, die in die Zukunft weist und die dafür sorgt, dass die Drewag vollständig rekommunalisiert wird, also wieder vollständig in die Hände der Stadt Dresden fällt. Die Drewag ist eines der bedeutenden Unternehmen mit Sitz in Ostdeutschland. Davon haben wir gar nicht so viele, was ein großes Problem ist, gesamtwirtschaftlich gesehen für den Osten. Ich will einige Kennzahlen nennen. Im Jahr 2017 erwirtschaftete die Drewag einen Umsatz von über 1 Milliarde Euro. Das ist eine 1 mit 9 Nullen dran, eine gigantische Zahl. Sie erreichte ein Jahresergebnis von 80 Millionen. Sie hat rund 1400 Beschäftigte und es wurden im Jahr 2017 Investitionen von 99 Millionen Euro getätigt. Und aus den Gewinnen der Drewag werden unter anderem Zuschüsse für die Dresdner Verkehrsbetriebe finanziert und kommen damit unmittelbar den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gästen unserer Stadt zugute. Der Umstand, dass die Drewag bislang nicht vollständig in kommunaler Hand ist, hat allerdings auch erhebliche wirtschaftliche Folgen für unsere Stadt. Jedes Jahr geht ein dicker Millionenscheck an die Tüger nach München. Jedes Jahr fließt Geld von Ost nach West und das wollen wir endlich beenden. Wenn wir uns mal anschauen, was da bereits geflossen ist, im Zeitraum von 1997 bis 2018 waren das insgesamt 125 Millionen Euro, die von Dresden nach München geflossen sind, die letztlich unsere Bürgerinnen und Bürger bezahlt haben. Und wenn wir uns mal anschauen, was die Tüger ursprünglich für diesen 10% Anteil bezahlt hat, dann waren das rechnerisch gerade einmal 18 Millionen Euro. Und das ist nun wirklich wahrlich ein Traumgeschäft. 18 Millionen bezahlen, 125 Millionen bekommen. Also ich glaube, die freuen sich jeden einzelnen Tag ein Loch in den Bauch. Meine Damen und Herren, wir hatten bereits vor wenigen Jahren die Gelegenheit, die Drewag vollständig zu rekommunalisieren. Wir hätten das machen können. Und die Linke ist auch 2013 dafür eingetreten. Und das wurde verhindert von einer CDU-geführten Stadtratsmehrheit. Gucken wir uns mal die wirtschaftlichen Folgen an. Die Tüger hat damals eine Einmalzahlung gemacht. Sie hat 10 Millionen Euro bezahlt. Und seitdem sind sage und schreibe 38,7 Millionen Euro von Dresden nach München geflossen. Das heißt, im Saldo haben wir ein Minus gemacht von über 27 Millionen. Das ist das Ergebnis der CDU-Politik gewesen. Und es ist gut und ich begrüße das, dass wir heute ganz augenscheinlich mit sehr breiter Mehrheit nun diese Entscheidung treffen werden und die Drewag rekommunalisieren werden. Wir von der Linken waren da unserer Zeit schon immer etwas voraus. Wir waren bei der Rekommunalisierung immer ein Motor in dieser Stadt und bei der Verhinderung von Privatisierung ein großer Bremser. Und dass diese Politik richtig ist, das sehen wir ja ganz augenscheinlich, wenn wir uns zum Beispiel die Folgen der Konsequenzen der Privatisierung unserer städtischen Wohnungsbaugesellschaft
anschauen, unter der heute viele Mieterinnen und Mieter zu leiden haben und dass sie heute doppelt und dreifach bezahlen müssen mit ihren Mieten. Meine Damen und Herren, alles, was wichtig ist, sollte unter öffentliche Kontrolle, es sollte unter öffentliche Hand, in die öffentliche Hand. Es ist auch ein gutes Geschäft für die Stadt Dresden. Das hat mit Sozialismus gar nichts zu tun. Das ist einfach gesunder Menschenverstand. Das ist vernünftiges Wirtschaften, meine Damen und Herren. Und deshalb werbe ich dafür, stimmen wir heute zu, bringen wir die vollständige Rekommunalisierung unserer Drewag auf den Weg. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ja, heute ist wirklich ein guter Tag für Dresden. Wir treffen gemeinsam, so wie es sich andeutet, eine sehr wichtige Entscheidung für unsere Stadt. Und ich denke, wir sollten an dieser Stelle auch daran erinnern, dass es der grüne Umweltbürgermeister Klaus Gaber war, der Mitte der 90er Jahre diese Rückkaufoption vereinbart hat, die wir jetzt nach langer, langer Zeit endlich ziehen können. Das halte ich für ein gutes Beispiel, an das man auch erinnern sollte, wie langfristig angelegt grüne Politik dann wirkt, wenn man etwas macht am Anfang. Ja, Herr Dr. Reuter, das war weitsichtige Politik von Klaus Gaber, von unserem grünen Umweltbürgermeister. Und ich denke, am heutigen Tag sollte man auch daran erinnern und ihm auch nochmal öffentlich dafür danken. Es ist dann so, die Drewag gehört dann wieder zu 100% uns und es ist auch richtig, dass die Erträge dann wieder hier bleiben, wo sie erwirtschaftet sind. Also ich sag mal, wir kehren zum Normalzustand zurück. Es ist ein Dresdner kommunales Unternehmen, hier werden die Arbeitsplätze gehalten, hier werden die Dinge erwirtschaftet, hier werden praktisch die Gebühren eingenommen, hier werden die Strompreise eingenommen und da ist es nur recht und billig, wenn das auch hier in der Region bleibt. Was passiert in nächster Zeit mit der Drewag? Warum ist der Rückkauf heute so wichtig? Die meisten, die sich damit beschäftigen, wissen, dass die Fusion mit der Enso ansteht. Und die Fusion wird auch Synergiegewinne für das neue Gesamtunternehmen generieren. Und die wollen wir natürlich hier alleine für uns behalten und nicht nach München oder sonst wohin nach Frankfurt oder nach Hannover zur Tyga schicken. Die Tyga hat den langen Prozess, den wir in den Aufsichtsräten gehabt haben, dankenswerterweise hat der Vorstand uns sehr, sehr eng und sehr zeitig und sehr ausführlich immer wieder informiert. Darüber bin ich sehr dankbar. Ich möchte auch dem Oberbürgermeister danken, dass er die Sitzungen einberufen und geleitet hat. Und wir waren zu jeder Zeit wirklich auf dem Stand der Diskussion und es war eine offene und eine einvernehmliche Diskussion, für die ich sehr dankbar bin. Die Tyga hat zu keinem Zeitpunkt diskussionsfähige Angebote gemacht, sondern sie hat auch darauf gesetzt, dass die Landeshauptstadt Dresden vor Wahlen nicht in der Lage sein wird, hier eine dermaßen wichtige Entscheidung zu treffen. Und ich bin froh, dass wir die Tyga eines Besseren belehren können. Es gibt noch Unsicherheiten bezüglich des Kaufpreises. Es wurde ein Schiedsgutachten, nein, noch kein Schiedsgutachten, sondern verschiedene Bewertungsgutachter eingeschaltet. Und wir sind schon etwas sehr erstaunt gewesen, dass dieses Unternehmen BDO, von dem wir gedacht haben, dass es eigentlich, sag ich mal, im Sinne beider Partner gutachtet, doch ein völlig einseitiges Gutachten zugunsten der BDO vorgelegt hat, einen viel zu hohen Kaufpreis dort angesetzt hat. Aber wir können guter Hoffnung sein, dass das dann im Wege eines Schiedsgutachtens, was wir dann wahrscheinlich einholen werden, der Kaufpreis sich deutlich reduzieren wird. Herr Scholbach, ich bin nicht sehr begeistert über die Rede, die Sie gehalten haben. Und ich bin noch weniger begeistert darüber, dass Sie es waren, der die Vertraulichkeit der Aufsichtsratsberatung, der Fraktionsberatung gebrochen hat, sondern kurz vor den Wahlen nochmal sich eine Sonderscheibe abschneiden wollte und so getan hat, als ob es nur die Linke sei, die diesen Rückkauf dort tatsächlich betreiben würde. Es war eindeutig darum gebeten worden, die Vertraulichkeit zu bewahren. Es geht hier um wirklich Millionenbeträge. Und da denke ich, da sollten wir alle im Interesse der Landeshauptstadt dann auch mal das Wasser halten können und nicht irgendwie einen ganz billigen Wahlkampfvorteil versuchen, sich rauszuschinden. Ich finde es auch deswegen so bedauerlich, weil wir vor 2 Jahren einen sehr guten Prozess hatten, als es um die Nachfolge Dr. Richter gegangen ist. Da ist es nämlich gelungen, ich denke, das ist in der Öffentlichkeit viel zu wenig bekannt, einvernehmlich zwischen allen Fraktionen dort
in Ruhe und unaufgeregt und ohne Öffentlichkeitsbeteiligung tatsächlich dort eine gute Lösung zu finden. Ich möchte noch mal ein paar wenige Worte zur Entwicklung der Trewag, die wir uns wünschen, verlieren. Wenn wir dann das neue fusionierte Unternehmen haben, dann hat dieses Unternehmen natürlich auch eine größere wirtschaftliche Kraft und kann sich dann auch auf die Zukunft vorbereiten. Die Zukunft kann nur heißen, dass die Trewag endlich einen wesentlich höheren, deutlicheren Beitrag zum Klimaschutz leistet. Es ist tatsächlich so, dass das Gas- und Dampfturbinenkraftwerk in Osnabrück sehr effizient ist, dass wir damit auch gut im Rennen liegen im Vergleich zu anderen Stadtwerken. Es ist aber halt trotzdem noch ein fossil befeuertes Kraftwerk. Bis zum Jahr 2035 müssen wir es schaffen, dieses Kraftwerk CO2-frei zu machen, indem wir die Befeuerung auf Windgas umstellen, also auf methanisiertes Gas, was durch erneuerbar erzeugten Strom hergestellt wird. Leider sind dort die Weichen bei der Trewag noch nicht in die richtige Richtung gestellt. Und ich kann jetzt schon ankündigen, dass es ein wesentliches Ziel unserer Fraktion sein wird und ich hoffe auch der neuen Kooperation, genau diese Themen mit der Trewag zu besprechen. Vielen Dank. Als nächstes die SPD-Fraktion, Frau Sturm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer, jetzt ist ja die Messlatte sehr hoch gesetzt worden, jede Fraktion hat was platziert. Beschränke ich mich darauf, dass wir wie so immer sachlich bleiben. Es ist vieles Wichtiges bereits gesagt worden und ich möchte für die SPD-Fraktion noch einmal bekräftigen, dass wir den Rückkauf der Anteile unterstützen und insbesondere den Vorteil der zukünftigen Gestaltungshoheit hierin sehen. Gestaltung, was die Preise betrifft, wie angesprochen, die Gestaltung, was der Umgang mit den Ergebnissen betrifft und natürlich die Gestaltung über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens. Ja, danke schön. FDP, Herr Zastrow. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Analyse von Kollegen Scholbach war ja gewohnt unseriös und auch ein ziemlicher Humbug. Das sei festgestellt. Alle Fraktionen, ich glaube, es wird sogar ein einstimmiges Votum in diesem Stadtrat geben, sind für den Rückkauf. Nicht eine einzelne, sondern alle, sogar wir als FDP, sind genau dafür, weil es dafür einfach gute Gründe gibt. Und es wäre ziemlich unverantwortlich, jetzt anders zu handeln, meine Damen und Herren. Da brauche ich hier keine Belehrung von links. Und im Übrigen, lieber Kollege Scholbach, was Sie hier gesagt haben, die Situation, als damals die Trewag so aufgestellt worden ist, wie sie jetzt ist, war in den 90er Jahren eben auch anders. Ich will nur mal daran erinnern, in welchem Zustand damals unsere Betriebe gewesen sind, auch in welchem Zustand übrigens die städtischen Finanzen gewesen sind. Und ich glaube, es war richtig für den Zeitpunkt damals, sich auch strategische Partner, war ja nicht nur die Tyga, wir hatten ja zwischendurch noch weitere strategische Partner ins Boot zu holen. Und ich denke, wir sind diesen Partnern auch zu Dank verpflichtet, denn sie haben ihren Beitrag dazu geleistet, dass wir mittlerweile so ein tolles, so ein leistungsfähiges Energieunternehmen in Dresden haben, was die nächsten Schritte alleine gehen kann, meine Damen und Herren. Das vergessen Sie. Das ist Ihnen nicht wichtig, aber so ist es nun mal. Nehmen wir so zur Kenntnis. Was Sie ansonsten gesagt haben, Sie haben gesagt, Sie wären Ihrer Zeit voraus. Sie sind tatsächlich Ihrer Zeit voraus und zwar ganz oft nur auf ganz anderen Feldern, als Sie hier denken. Sie waren Ihrer Zeit ja vor allem voraus, wenn es um die Ausbeutung öffentlicher Unternehmen gegangen ist. Da kennen Sie sich ja aus. Sie wissen ja, wie man öffentliche Unternehmen, ob kommunal oder überhaupt staatliche Unternehmen, wie man die kaputt macht. Da haben Sie ja einzigartige Erfahrungen, übrigens als einzige Partei hier in diesem Stadtrat. In dieser Tradition stehen Sie und in dieser Tradition bewegen Sie sich ja auch, wenn ich dran sehe, was Sie so alles vorhaben. Meine Damen und Herren, da sollten wir uns alle bewusst sein, die Trewag ist nicht die Melkkuh der Stadt. Das ist ein Unternehmen, was wirtschaftlich solide dastehen muss, auch in den nächsten Jahren. Und wenn ich so die Wunschzettel sehe, die aus der Trewag dann in Selbstbedienungsladen der Politik machen sollen, wenn es nach ihren Wünschen geht, dann muss man schon skeptisch sein.
Die Drehwag schultert ganz deutlich den öffentlichen Nahverkehr in dieser Stadt. Sie schultert die Bäder. Da wurden letztens neue Wünsche hier beschlossen. Wenn ich an Neustadt-Pieschen denke und wenn ich auch an den Prüfauftrag zu Blasewitz denke, wenn ich an das 365-Euro-Ticket der DVB denke, dann wird mir tatsächlich Angst und Bange. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, dann ist auch die Belastungsgrenze dieses erfolgreichen Unternehmens unserer Drehwag überschritten. 30 Millionen sind momentan die Schätzung, was das zusätzlich kosten müsste, zusätzlicher Verlustausgleich, den die Drehwag leisten müsste, meine Damen und Herren, zusätzlich zu den Investitionen, die die Drehwag infolge der Energiewende zu leisten hat, für die Enso, die Netze in Ostsachsen zu leisten hat, für die Sanierung des Kraftwerks an der Nossener Brücke zu leisten hat. Es ist absolut wirtschaftlich geboten, auch dort auf die Bremse zu setzen und immer darauf zu achten, dass wir diese Drehwag nur einmal haben. Sie muss genauso wirtschaftlich leistungsfähig bleiben, wie sie jetzt ist. Wir müssen uns dort selbst beschränken, meine Damen und Herren. Und das erwarte ich auch von diesem Stadtrat, dass er sich selbst beschränkt, genau hinschaut, wie viel wir diesem Unternehmen noch zumuten wollen. Das liegt jetzt allein in unserer Verantwortung und dieser Verantwortung müssen wir gerecht werden. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Wird AfD das Wort gewünscht? Scheint nicht der Fall zu sein. Dann Bürgerfraktion, Herr Dr. Bösel. Nee, Herr Blümel. Okay. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann auch für unsere Fraktion erklären, dass wir dem Rückkauf dieser Anteile zustimmen werden. Ich will aber hier vielleicht ein Stück weit auch für die Öffentlichkeit nochmal darstellen, über wen sprechen wir eigentlich, wenn wir über die Tüger reden. Da wird hier der Eindruck erweckt, das sei irgendein Couponschneiderunternehmen aus dem Westen, ein böser Privater, der hier abkassiert. Und dann würde ich empfehlen, gucken wir doch mal gemeinsam drauf, wer oder was ist denn die Tüger? Die Tüger ist eine Beteiligungs- und Fachberatungsgesellschaft mit kommunaler Verankerung. Als Minderheitsgesellschafterin ist die Tüger Aktiengesellschaft bundesweit an 100 Unternehmen der kommunalen Energie- und Wasserwirtschaft beteiligt. Die jeweiligen Mehrheitsgesellschafter der Partnerunternehmen sind die Städte und Gemeinden. Wir nehmen, und das schreibt die Tüger auf ihrer Webseite, unsere Stellung als Gesellschafter in den Gremien der Partnerunternehmen durch enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung und den kommunalen Partnern sowie den Arbeitnehmervertretern wahr. Dazu bringen wir unser fachliches Know-how sowie unsere Markteinschätzungen ein. In der Zusammenarbeit zeigen wir den Beteiligten Chancen und Risiken sowie strategische Weiterentwicklungsbedarfe der Unternehmen auf. Wir wissen aus Erfahrung, dass aus der Zusammenarbeit von kommunalen Unternehmen, Städten und Gemeinden sowie der Tüger Mehrwert für die Beteiligten entsteht. Und genau das ist der Punkt, warum auch die Tüger-Beteiligung über viele Jahre sinnvoll war und warum es auch sinnvoll gewesen ist, diese Beteiligung zum Beispiel beim letzten Mal 2013 noch ein Stück zu verlängern, weil es nämlich nicht ausschließlich darum geht, wie viel Geld kommt aus einem Unternehmen heraus, sondern es geht auch darum, wie stellen wir einen kommunalen Energieversorger deutschlandweit im europäischen Wettbewerb auf? Welche Entwicklungen gibt es in der Energiewirtschaft? Und da ist es vernünftig und richtig, dass man auch über eine Beteiligung in der kommunalen Familie Erfahrungen austauscht, dass man strategische Entwicklungen, die aus anderen Bereichen schneller vielleicht kommen als bei uns, schon erkennt, bevor sozusagen Probleme auf uns zukommen. Also es gibt ganz viele Gründe, sachliche, inhaltliche, warum diese Beteiligung über viele Jahre vernünftig war und warum auch innerhalb der Drehwag das als vernünftig angesehen wurde, das so lange zu behalten. Das Wesen einer Beteiligung ist, wenn man sich am Risiko eines Unternehmens beteiligt, dann ist man auch am Gewinn beteiligt. Das heißt, dass wir dort Gewinne hin überwiesen haben, war einfach Sinn und Zweck einer solchen Beteiligung am Ende, weil nämlich im Falle, wir hätten Verluste gemacht, auch dieses Unternehmen diese Verluste mitgetragen hätte. Das ist das Wesen solcher Dinge. Ich glaube, ich konnte Ihnen verdeutlichen, dass es vernünftig war, über viele Jahre das zu tun. Jetzt ist die Zeit gekommen, ein Stück weit diesen Weg neu zu gehen, weil eben, und das haben Vorredner angesprochen, eine Fusion
zweier Unternehmen ansteht, der Regionalversorger Enso und der kommunale Energieversorger Drewag, wollen fusionieren, werden fusionieren. Und bei solchen Fusionen ist es schwierig, wenn man eben viele Partner dabei hat, die natürlich auch eigene Interessen dabei verfolgen und die es etwas schwieriger machen, den sowieso schwierigen Fusionsprozess zu gestalten. Deswegen glaube ich, ist es vernünftig und ich kann auch nur den Dank an Klaus Gaber wiederholen, weil es eine gute Idee gewesen ist, diese Optionen damals in die Verträge reinzuschreiben. Er hat das gut gemacht und demzufolge muss man ihm da hier auch öffentlich mal Dank aussprechen. Er war ja auch viele Jahre noch später als Aufsichtsratsmitglied in den entsprechenden Gremien zugange und hat diesen Prozess begleitet. Quintessenz, wir sind als Fraktion dafür, weil es gut, vernünftig und richtig zum jetzigen Zeitpunkt ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Zum Abschluss der Fraktionsrunde für die CDU-Fraktion, Herr Dr. Reuter. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, gestatten Sie mir einen kleinen Rückblick auf das Jahr 1990. Wir hatten eine Dreckschleuder an der Nossener Brücke. Wir hatten Wasser, das ungeklärt in die Elbe floss. Wir hatten im Wassernetz ungefähr 20% Wasserverluste. In der Situation haben wir eine ganze Menge an Unterstützung aus den alten Bundesländern gehabt. Wir hatten Unterstützung aus Baden-Württemberg, aus Hamburg, aus Köln. Und so sind damals diese Partner in das Unternehmen gekommen. Und normalerweise ist ja die Einbeziehung externer in die Aufsichtsgremien unserer städtischen Unternehmen sinnvoll. Eine Sicht von außen ist immer gut und kann Synergien erzeugen. Das haben wir gehabt. Wir haben beispielsweise hätten das GOD-Kraftwerk an der Nossener Brücke ohne die Partner damals, glaube ich zumindest, so nie hingekriegt. Jetzt zur Tyga. Die Tyga ist die letzte verbliebene Beteiligung in der Drewag. Sie hat die Anteile damals der Ruhrgas übernommen. Und ich muss Ihnen sagen, vor 5 Jahren hätte ich einem Antrag auf Rückkauf, so wie heute, nicht zugestimmt. Es gab bis dahin eine sehr gute Zusammenarbeit mit der Tyga. Und wie Herr Blümel schon sagte, die Tyga ist nicht irgendeine Heuschrecke, die Herr Schollbach immer gern zitiert, sondern Eigentümer der Tyga kommen aus der kommunalen Familie, insbesondere die großen Stadtwerke von Frankfurt, von Nürnberg, Hannover und vielen kleinen. Man hätte auch überlegen können, ob man aus der jetzigen Beteiligung von Tyga eine Überkreuzbeteiligung macht. Das heißt, die Drewag beteiligt sich oder die technischen Werke beteiligen sich an der Tyga und umgedreht, die Tyga bleibt Anteilseigner. Das wurde von früheren Geschäftsführern angeregt, ist aber leider nicht intensiv verfolgt worden und letztendlich auch ad acta gelegt worden. Seit einigen Jahren gibt es allerdings eine Änderung in der Geschäftspolitik bei der Tyga. Es wurden teilweise sogar auch konkurrierende Angebote im Bereich von Drewag und Enso gemacht und das ist natürlich für unsere Unternehmen nicht sinnvoll. Im Moment ist die Tyga im Wesentlichen noch stiller Teilhaber, der sich die Gewinne auszahlen lässt. Das hat sich das Aufsichtsratsmitglied Herr Schollbach auch regelmäßig per Anfrage ausrechnen lassen, wie viel denn zum Beispiel 10% von 70 Millionen sind, hat er sich jedes Jahr ausrechnen lassen. Hat es uns ja vorhin auch nochmal gezeigt. In letzter Zeit also gab es kaum noch Impulse von der Tyga und insofern wahrscheinlich auch kein Interesse mehr bei den Anteilseignern der Tyga. Deshalb ist es jetzt sinnvoll, die quasi nicht mehr existierende Zusammenarbeit zu beenden und die Anteile zurückzukaufen. Das macht auch die beabsichtigte Fusion von Drewag und Enso sicher einfacher.
Das heißt aber nicht, und das will ich ausdrücklich betonen, dass man später nicht über eine erneute Veräußerung von Unternehmensanteilen nachdenken kann und sollte, wenn das sinnvoll ist. Im Moment gibt es dafür allerdings auch keinen wirklichen Markt. Zusammenfassend also nochmal, wir, die CDU-Fraktion, wird diesem Rückkauf zustimmen. Als letztes noch ein Rat an meine Nachfolger. Ich bin ja lange genug im Aufsichtsrat gewesen und denke, ich kann das, habe auch die Gründung damit begleitet. Es war immer sinnvoll, die Geschäftsführung nicht mit politischen Vorgaben aus dem Stadtrat zu gängeln und zu belasten. Das sollte man bitte schön auch in Zukunft so halten. Ich kann mich an ein einziges Mal erinnern, wo aus dem Aufsichtsrat eine Empfehlung kam. Das war damals die Empfehlung, dass die Geschäftsführung nicht jeder möglichen Preiserhöhung folgen möge. Die Geschäftsführung ist dem damals auch gefolgt. Das war also sinnvoll, sollte aber ein Einzelfall bleiben. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Als nächstes für die Fraktionslosen Herr Krien und dann Herr Scholbach. Ja, meine Damen und Herren, die DREWAG wieder zu 100% in der Stadt, eine grundsätzlich gute Sache. Natürlich sollte die Grundversorgung der Menschen in einer Stadt immer in den Händen der jeweiligen kommunalen Träger sein. Also nicht irgendwo beim Couponschneider oder Uni, jedenfalls nicht in München. Ja, die DREWAG vollständig in die Hand der Stadt Dresden. Richtig, machen wir mit. Es ist hier der Name von Herrn Klaus Garber genannt worden. Schön und gut. Man muss aber auch sagen, dass der Herr Garber ein Anstifter zum Rechtsbruch ist. Sie erinnern sich, meine Damen und Herren, im Jahr 2004 haben Sie durch rechtswidriges Verhalten dem Nationalen Bündnis die Sitze in den Ausschüssen gestohlen. Das Gericht hat dann gesagt, das ist rechtswidrig. Und im Gerichtsprozess, vor Gericht, stellte sich heraus, der Herr Garber war der Anstifter zu dieser ganzen Sache. Das hat Herr Dr. Lahmes, der Richterin, auf Nachfrage berichten müssen. Es war das Telefonat zwischen Herrn Garber und Herrn Dr. Lahmes. Er war damals Fraktionsvorsitzender und der Herr Garber hat diese Sache angestiftet. Meine Damen und Herren, die DREWAG als kommunales Unternehmen sollte sich aber dann bitte auch um das Wohlergehen der Bürger kümmern. Die Bürger. Es gibt die allermeisten Leute, die ihre Strom- und Gasrechnung regelmäßig bezahlen. Selbstverständlich machen sie das. Aber es gibt auch Leute, denen fällt das schwer, die sind weniger ordentlich und da passiert das eben mal, dass sie dort ins Minus rutschen. Und da bekomme ich Briefe gezeigt von jemandem, der sagt, mein, sag mal, die wollen von mir für einen so einen Drohbrief, 35, 37 Euro. Also das ist die DREWAG drückt auf den Knopf, da geht ein Brief raus, automatisiert. Und da steht dann drin, dafür, dass wir Ihnen jetzt androhen, wir drehen Ihnen Strom ab, Ankündigung hier der Abstellung oder irgendwas heißt das, kostet 37 Euro. Und wenn dann wirklich jemand dorthin fährt, dann kostet das noch einmal 80 Euro. Das ist für irgendeine Hartz-IV-Mutti, alleinstehend mit drei Kindern, überhaupt nicht zu tragen, meine Damen und Herren. So funktioniert ein kommunaler Versorger. Finde ich nicht richtig. Denn in den zu Asylheimen entfremdeten Sozialwohnungen passiert das nie. Können Sie in den Akteneinsichten sehen, die bekommen ganz pauschal das bezahlt, die kümmern sich nie um ihren eigenen Strom, sondern das wird, sehen Sie in den Akteneinsichten, wenn Sie es mal nachlesen, das wird alles pauschal bezahlt. Meine Damen und Herren, noch ein anderes Problem ist mit dem kommunalen Versorgung. Wir Stadträte haben hier in der Öffentlichkeit, und wenn wir das den Bürgern weitergeben sollen, kaum etwas zu sagen zu dem Geld, was wir da einnehmen. Herr Scholbach hat uns vorgerechnet, wie viel wir dort vergeudet haben, wie viel wir dann nach München geschickt haben, wie wir jetzt bei uns behalten, alles richtig. Aber nicht einmal alle Stadträte haben Zugriff auf diese Informationen,
sondern es passiert irgendwo in Hinterzimmern, wo dann nur die gewählten Aufsichtsräte Zusicht haben und die haben auch noch Vertraulichkeit davor, die dürfen das also nicht weiter sagen. Und der einzige Termin im Jahr, wenn wir über die Beteiligung mal sprechen wollten, die hat der Herr Dr. Lahm, den hat der Herr Dr. Lahm den Termin jetzt auch noch gestrichen, sodass also nicht mal mehr über den Beteiligungsbericht debattiert wird, sondern der wird nur noch als Informationsvorlage ausgegeben. Der einzige Termin im Jahr, wo überhaupt über das Verhalten solcher kommunalen Versorger gesprochen würde, der ist jetzt auch noch gestrichen. Meine Damen und Herren, erstens also, die DREWAG sollte sich wirklich um die Menschen kümmern, um die Bürger, auch um denen, denen es vielleicht mit der Ordnung darum, dass sie nur immer regelmäßig dort ihre Strom und ihren Gas bezahlen, nicht so gut bestellt ist. Man muss dann schon ein bisschen hingucken im Einzelfall. Und zum anderen, es sollten bitteschön alle Stadträte Zugriff haben auf die Informationen, was dort läuft im Hintergrund. Das ist so ein bisschen auch das, was ich als Abgesang, ich komme mal nie mehr wieder dran. Dankeschön. Nächste Wortmeldung, Herr Scholper. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, zunächst möchte ich auf Herrn Lichti reagieren. Ich möchte in aller Entschiedenheit den Vorwurf pflichtwidrigen Verhaltens zurückweisen. Der ist unzutreffend. Ich habe Informationen an die Öffentlichkeit gegeben, die jedes Ratsmitglied dem Ratsinformationssystem entnehmen kann, die dort öffentlich verfügbar sind und die sich aus öffentlich durch den Oberbürgermeister beantwortete Anfragen von mir ergeben. Dies möchte ich hier noch einmal klargestellt haben, dass hier nicht diese unzutreffende Tatsachenbehauptung im Raum stehen bleibt. Herr Lichti, als Jurist sollten Sie eigentlich wissen, dass man mit derartigen Behauptungen sehr vorsichtig umzugehen hat. Meine Damen und Herren, ich möchte weiterhin auf Herrn Zastrow eingehen. Wissen Sie, Herr Zastrow, Sie stellen sich hier hin, halten da eine Rede und tun so, als sei die FDP nun schon immer dafür gewesen und als hätte es nie was anderes gegeben. Ich will Ihnen mal was zitieren. Wir haben eine sehr aufmerksame Dresdner Presse. Und da habe ich einen Artikel gefunden, der ist jetzt genau einen Monat alt. Der ist am 7. Mai in den Dresdner Neuesten Nachrichten erschienen. Der Autor dieses Artikels sitzt auch heute hinten und beobachtet die Sitzung. Überschrift: FDP will DREWAG-Anteile nicht zurückkaufen. Unterüberschrift: Die Linken wollen die Dresdner Stadtwerke komplett rekommunalisieren und die 10% Anteile in privater Hand zurückkaufen. Die FDP sagt dazu Nein! Ausrufezeichen. Der Rückkauf sei viel zu teuer und bringe den Einwohnern nicht einen Vorteil. Der stellvertretende Kreisvorsitzende Carsten Biesock erklärte am Wochenende, die Minderheitsbeteiligung eines privaten Energieunternehmens habe in den vergangenen Jahren ganz wesentlich dem Erfolgsmodell der Stadtwerke Dresden GmbH beigetragen. Wenn die DREWAG alleine im städtischen Eigentum stünde, besteht die Gefahr, dass ihr weitere defizitäre Aufgaben der Stadt übertragen werden, die dann die Dresdner Bürger mit ihren Gebühren für Strom und Wasser mitbezahlen, mahnt Biesock. Ein Schutz davor bietet nur die Beteiligung von privaten Dritten. So, Biesock. Also, Herr Zastrow, nehmen Sie mir es nicht übel, aber vielleicht werden Sie sich hier im Laden einfach mal einig, was Ihre Position ist und stellen das dann klar. So, jetzt noch etwas. Herr Zastrow, Sie hatten ja darauf abgestellt, sozusagen, wer hier welche Kompetenzen in Sachen Wirtschaft hat. Da will ich Ihnen mal Folgendes dazu sagen. Wenn wir uns mal anschauen, für welchen Preis die städtische Wohnungsbaugesellschaft 2006 verkauft worden ist. Und wenn wir uns heute anschauen, was sie inzwischen wert ist, dann ist, denke ich, die Frage der wirtschaftlichen Kompetenz in dieser Stadt nun eindeutig beantwortet. Bei Ihnen liegt sie jedenfalls nicht. Und ich will mal noch ein anderes Beispiel sagen, das dem einen oder anderen auch noch in Erinnerung sein dürfte. 2007 musste die Landesbank des Freistaates Sachsen notverkauft werden. Die Landesbank, die damals im Wesentlichen von der königlich-sächsischen CDU hier in Sachsen gegründet worden ist. Dieser Notverkauf
hat alles in allem für Kosten für den Steuerzahler in Höhe von mehr als 1,5 Milliarden Euro verursacht. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. 1,5 Milliarden Euro, die Elbe heruntergeflossen sind. Und so sieht dann eben wirtschaftliche Kompetenz à la CDU aus, meine Damen und Herren. Und wenn wir uns das anschauen, er hat ja auf die Vergangenheit abgestellt, vor 1989. Und da erlaube ich mir mal daran zu erinnern, dass es ja da auch die eine oder andere Blockflöte gab, die auch nach der Wende noch Politik gemacht hat. Und da war auch die FDP damals noch unter etwas anderem Namen durchaus mit beteiligt. Also insofern sollte jeder vor seiner eigenen Türe kehren. Abschließend. Es ist ja hier dargestellt worden, die Tüger sei jetzt keine schlimme Heuschrecke. Ich denke, das hat in dieser Sitzung auch niemand behauptet. Es geht um etwas anderes. Es ist völlig egal, ob wir ein schlechtes Geschäft machen und anschließend Millionen und Abermillionen Jahr für Jahr an eine private Heuschrecke fließen oder an einen Staatskonzern. Das ist völlig egal. Ich möchte, dass dieses Geld nicht nach München fließt. Ich möchte, dass es nicht in den Westen fließt, sondern dass es hier bleibt und den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt. Dafür haben wir uns viele Jahre lang eingesetzt und ich freue mich, dass inzwischen der Erfolg so viele Väter und Mütter hat, wie es heute nun deutlich geworden ist. Vielen Dank. So, es gibt weitere Wortmeldungen. Herr Vogel, Herr Lichti, Herr Dr. Böhmekorn. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte. Es geht ja darum, dass auch wir, unsere Fraktion, meine Fraktion, sich dahingehend positioniert. Und wir haben uns selbstverständlich auch eindeutig für den Rückkauf der Tüger-Anteile entschieden, weil es a. wirtschaftlich vernünftig ist und b. vor allem auch zukunftsweisend ist. Zukunftsweisend ist vor allem in Richtung der irgendwann mal auch stattfindenden Fusion zwischen Drewag und Enso. Weil wir als AfD auch noch gar nicht so lange dabei sind, werden wir uns auch wirklich davor hüten, klug zu schwätzen. Es geht aber wirklich darum, zu sagen, dass es sehr wichtig war, und vielen Dank auch an Herrn Dr. Reuter, da nochmal einen kurzen historischen Abriss zu geben über die Entwicklung. Dann auch vielen Dank, Kollegen Blümel, dass er die entsprechende Rolle und Bedeutung der Tüger und auch nochmal die Beschreibung des Unternehmensmodells der Tüger auch nochmal beschrieben hat und da auch soweit im Rahmen einer entsprechenden Klärung soweit dann auch für die Rolle oder die Rolle der Tüger entsprechend auch auf Füße gestellt hat. Und es ist einfach auch so, und da braucht man sicherlich auch ab und zu mal auch wieder eine gewisse Notwendigkeit, gewisse Kreise dieses Hauses zu belehren, dass eine Beteiligung Eigentümerverpflichtungen darstellen und Eigentum verpflichtet. Und ich auch den Eindruck habe, dass im Rahmen der Historie die Tüger auch ihrer Rolle gerecht geworden ist. Warum ich hier vorgetreten bin, ist einfach das unsägliche Verhalten, das postkommunistische Geschwätz, dieser linken Lichtgestalt, die sich wirklich nicht zu schade ist, immer wieder die Vergangenheit aufzuwühlen und wirklich keinen Plan hat, außer gegebenenfalls ein bisschen Wahlkampf zu machen, aber ansonsten keinen Plan hat, was die Zukunft bringt. Und Herr Schollbach, Sie sollten es wirklich lassen, sich da mit diesem Großgehabe und auch diesem großherrschaftlichen Stil da hier zu positionieren. Es ist doch nur peinlich und in gewisser Weise kann auch die Bürgerschaft dankbar sein, ab und zu mal auch zu erleben, in welchem Geist sie noch leben. Dankeschön. Als
Geschäftsordnungsantrag. Herr Donhauser. Vorhaben beantrage ich Ende der Rednerliste. Okay, es ist Ende der Rednerliste beantragt. Im Moment stehen, das sage ich noch, auf der Rednerliste Herr Lichti, Herr Dr. Böhme-Korn und Herr Engemeyer. Gibt es eine Gegenrede zum Geschäftsordnungsantrag? Gibt's nicht, dann stimmen wir ab. Wer für den Geschäftsordnungsantrag ist, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. So, der Geschäftsordnungsantrag hat eine deutliche Mehrheit mit 51 Ja-Stimmen bei 4 Nein und 3 Enthaltungen gebracht. Wir setzen damit jetzt die Rednerliste fort abzuarbeiten. Erst Herr Lichti, dann Herr Dr. Böhme-Korn. Herr Lichti? Vom Platz, okay, Entschuldigung. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, Herr Kollege Scholbach, ich habe Sie nicht beschuldigt, rechtswidrig aus vertraulichen Aufsichtsratssitzungen berichtet zu haben, sondern ich habe Sie politisch kritisiert, dass Sie in einer Phase, als sowohl die Fraktionen noch in der Meinungsbildung waren, als auch noch nicht alle Informationen in Aufsichtsräten gegeben worden sind und wir in einer durchaus unsicheren Situation gewesen sind, wo wir ganz genau wissen, dass die Tüger hintenrum versucht, diesen Rückkauf zu torpedieren, darüber haben wir auch Informationen erhalten, dass Sie dann dort rausgehen, das kritisiere ich scharf, weil Sie haben damit riskiert, dass diese Einigung, die Sie in der Luft lag, dass die nicht zustande kommt. Zum Glück haben Sie keinen Erfolg gehabt, sondern wir haben hier eine breite Mehrheit und ich kritisiere das ganz deutlich. Es muss auch mal möglich sein, bei wirklich zentralen Fragen, und das ist so eine Frage, auch mal das parteipolitische kleinen Vorteil mal hintanzustellen. Und das genau ist unsere Kritik. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Dr. Böhme-Korn, dann Herr Engemeyer. Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, ich werde die 5 Minuten nicht ausnutzen. Bloß noch mal zur Klarstellung, weil man hier irgendwie in den Streit kommt zwischen Lichtgestalten und Lichtigestalten. Das wollen wir also hier nicht, sondern wir wollen über die Drehwag reden. Und die Drehwag. Die Drehwag war tatsächlich in einer ganz, ganz schwierigen Lage. Damals gab es die Drehwag noch gar nicht, gab es die Einzelversorgung, muss man auch wissen, die in einer sehr, sehr schwierigen Lage war. Dr. Reuter hat das ja gesagt, und in dem Zeitpunkt war es mehr als sinnvoll, seriöse, muss ich ausdrücklich sagen, seriöse Partner von außen mit hineinzunehmen, die sowohl finanzielle Möglichkeiten hatten, als auch das notwendige Know-how in der Marktwirtschaft hatten. Die Drehwag hat sich danach, nach dem Zusammenschluss, erfolgreich entwickelt. Und zwar vor allen Dingen wegen der hervorragenden Leistung ihrer Mitarbeiter, das muss man auch mal betonen, wegen der hervorragenden Leistung der Führungspersönlichkeiten, auch wegen guter Entscheidung der Aufsichtsräte und auch, das muss ich auch klar sagen, wegen der fehlenden Möglichkeit des Stadtrats, in Einzelentscheidungen ständig hineinzureden. Und das haben wir nämlich dieser entsprechenden Minderheitsbeteiligung zu verdanken. Das ist ein wesentlicher Gesichtspunkt. Rein öffentliche Unternehmen sind hohen Gefahren ausgesetzt. Nicht jedes scheitert dran. Aber es gibt hohe Gefahren und es gibt oft detaillierte Vorgaben der Politik bis zu Personalwechseln, die die Unternehmen schwächen und teilweise sogar ruinieren. Das haben wir hier vermieden und das war bisher richtig. Und auch heute, Sie haben ja Dr. Reuter gehört, vor 5 Jahren hätten wir der Sache noch nicht zugestimmt. Man muss auch sagen, Herr Scholbach, wenn Sie hier die 10 Millionen mit den 38 Millionen aufrechnen, vergessen Sie nicht, dass jederzeit auch ein Kaufpreis zu zahlen ist. Die Verhandlungen, die Vorgaben für den Kaufpreis sind so, dass ein wahrscheinlicher Gewinn eingerechnet wird. Wenn man zurückkauft, ohne irgendetwas zu verändern, kauft man Chancen, aber man kauft eben auch Risiken, denn wer weiß, wie die Zukunft aussieht. Es wäre ein unsicheres Geschäft. Die besondere Situation hier ist tatsächlich, dass wir jetzt vor einem Zusammengehen von Drehwag und Enso stehen. Das hat sich ergeben, auch durch kluge Entscheidung, und damit auch weitere Partner wieder mit in diesem Unternehmen sitzen, die Willkürentscheidungen entsprechend verhindern werden.
Wenn ich Herrn Lichti höre, was es da alles für Wünsche gibt, da kann man sich im Einzelnen drüber verständigen, was da sinnvoll ist oder was nicht sinnvoll ist, nicht hier und heute. Aber man muss sehr vorsichtig sein, dass man die Performance und die Wirtschaftlichkeit dieses Unternehmens nicht zerstört. Deshalb ist hier und heute der Rückkauf richtig. Er war früher aber nicht richtig. Es ist einfach der konkreten Situation geschuldet, dass wir vor einem Zusammenschluss stehen und nicht anders. Und deshalb bitte ich auch die Öffentlichkeit und die Presse zu sehen, dass wir hier in einer besonderen Situation sind, die wir jetzt nutzen werden. Und lassen Sie sich bitte nicht auf diese Märchen von Herrn Scholbach ein. Danke. Und Herr Engelmeier. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Gäste im Saal und im Stream, auch von mir noch ein paar Worte dazu. Was die Zielsetzung dieses Rückkaufes angeht, wurden hier ja sehr viele Worte verloren. Aus meiner Sicht fehlen jedoch eigentlich sogar die wichtigsten Entscheidungsgründe. Es wurde angeführt, und das ist natürlich richtig, die DREWAG ist ein gewinnorientiertes Unternehmen. Es ist ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen. Steht Ziel und Zweck der Gesellschaft, Satz 1, wenn Sie es hier vorne anzweifeln, Damen und Herren von der CDU, insofern richtig. Insofern ist es vielleicht auch fair, der Tüger zuzugestehen, dass sie ihre Anteile eben als Rendite- und Dividendenobjekt sozusagen auch ansieht und versucht, dahingehend auch zu optimieren. Jetzt wurden aber hier ganz andere Töne laut. Nämlich die FDP warnt vor Gängelung durch politische Ziele. CDU gerade stößt in dasselbe Horn. Aber dann gucken wir doch mal rein in den Gesellschaftszweck. In dem Gesellschaftszweck, der DREWAG ist explizit, der ist übrigens öffentlich, festgelegt, dass die DREWAG eben auch an einer Vermeidung von Energie, Material und Stoffverbrauch mitwirken soll, dass sie die natürliche Lebensgrundlage und das globale Klima schützen soll, dass sie sogar zur Vermeidung von umweltschädlichen Emissionen eintreten soll. All das ist es eben auch, warum wir mit auch Gewinnen der DREWAG auch den öffentlichen Personennahverkehr unterstützen. Das ist auch ein Zweck der DREWAG, der den Dresdner Bürgern zugutekommt. Und jetzt fragen wir uns, hat die Tüger an diesem Teil des Gesellschaftszwecks ein Interesse? Hat die Tüger ein valides Interesse und ein großes Interesse und unterstützt sie die DREWAG dabei, mehr für das Stadtklima zu tun, mehr für eine ökologische Stadt zu tun? Bisher hat sie sich damit meines Erkenntnis nach nicht hervorgetan. Ein anderer Punkt, der zumindest kurz angedeutet wurde, im Gesellschaftszweck steht auch drin, wir wollen preiswürdige Strompreise. Die sollen preiswürdig sein. Das heißt, sie sollen eben nicht rein auf Rendite ausgerichtet sein. Auch da ist die Tüger eher ein Bremser als einer, der sozusagen uns unterstützt. Wir haben auch tatsächlich in den letzten Jahren, hat die DREWAG auch noch ein paar andere Fortschritte erreicht. Das will ich gar nicht sozusagen. Das ist natürlich tatsächlich vorderst auch den Mitarbeitern der Geschäftsführung, aber eben auch den Nachfragen in Aufsichtsräten und dergleichen zuzusprechen. Wir sind bei den Stromsperren erheblich zurückgegangen im Vergleich zu den Zahlen vor 5 Jahren. Und auch der Strommix ist deutlich nachhaltiger geworden, wenn man sich anguckt, was die Belastung, was der Anteil an Atomstrom ist, der hier in Dresden ausgeliefert wird, was auch der Anteil an CO2-Belastung ist. Und, meine Damen und Herren, das ist auch ein Punkt, der dafür spricht, diese Anteile zurückzukaufen, um eben solche Entscheidungen auch mit zu treffen. Als Gesellschafter sind wir da auch verantwortlich dafür. Und zuletzt noch, warum wir es nicht zurückkaufen. Ich glaube, es war die Rede vom Herrn Reuter, aber der Herr Dr. Böhmekorn hat nicht, zumindest nicht widersprochen. Nein, wir kaufen die Anteile natürlich nicht zurück, um damit jetzt wieder zu spekulieren und zu gucken, ob finden wir vielleicht noch einen anderen Käufer, der uns wieder Geld dafür gibt oder wie auch immer. Nein, wir kaufen es zurück, um unsere städtischen Ziele mit der städtischen Gesellschaft umzusetzen. Wir kaufen sie nicht vornehmlich als Renditeobjekt zurück und wir kaufen sie erst gar nicht zurück, um damit zu spekulieren. Insofern stimmen Sie bitte dieser Vorlage heute zu. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, damit ist die Rednerliste abgearbeitet und wir kommen damit zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wer dem zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen.
67 Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung, damit einstimmig angenommen. Damit hätten wir den Punkt 11 geschafft und